Mal irgendwie ein Video gucken zum Einstieg. Reden wir heute mal über eine Tätigkeit, die im Sommer wirklich viel Spaß macht und im Winter ein bisschen Vorbereitung braucht. Hey Sabaton. Nee, ich rede über Spaziergänge. Und zwar laufen gesundes Neues, mein Bester. Menschen mit Kerzen und Fackeln durch unsere Städte. Und mal ganz ehrlich, so sehr ich Angela Merkel auch ihren Abschied gönne, so... Und viele andere auch an diesem Abend. Und beginnt vielleicht noch mal einmal damit, wie Angela Merkel ihn musikalisch gestaltet hat. Ja. Das war eine Überraschung, hat ja jetzt im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass große Auslegungen veröffentlicht wurden. Vielleicht darf okay, es geht nicht um die Zapfenstreiche der Bundeswehr, auch wenn die durchaus so ein Na, wie bist du ins neue Jahr gekommen? So ein Feeling, so ein Touch haben vom Dritten Reich, oder? Nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Spaziergänge, die aktuell von Querdenken organisiert werden in unseren Innenstädten. Mit denen ist es nämlich so, dass da ganz massiv manipuliert wird und sich auch lokale Presse und lokale Menschen massiv beeindrucken und manipulieren lassen. Und das ist ein großes Problem. Wir reden heute na ganz dann, kurz gute Besserung. Über diese Spaziergänge, was mit ihnen zusammenhängt, wie sie organisiert sind und vor allem, was sie wirklich bedeuten. All das jetzt. Wenn es kalt ist und dunkel, dann ist es was wieder hat er denn die für ein fleckiges T-Shirt an? Fackelträger. Und zwar ziehen die Querdenker mit Kerzen und Fackeln durch unsere Innenstädte und demonstrieren gegen Hygieneschutzmasken. Okay. Ihr Ziel ist die Manipulation der öffentlichen Meinung. Was ich damit meine? Das ist ganz einfach erklärt. Querdenken hat das Ziel, als große in der Gesellschaft verankerte Bewegung wahrgenommen zu werden. Deswegen tönt es ja eigentlich auf jeder Demo, die die veranstalten, immer wieder. Das war heute die größte Demo, die jemals in dieser Stadt stattgefunden hat. Ich hätte ja gestern gerne auch noch ein bisschen länger gestreamt, aber irgendwie... Mehr. Das tun sie aus einem Grund. Weil sie dieses Narrativ bedienen müssen, um daraus ihre eigene Rechtfertigung für ihre Taten zu ziehen und für ihre Aussagen zu ziehen. Weil es ist halt einfach so, wenn du eine Aussage tätigst, die jeder tätigt, dann hat sie eine gewisse Bedeutung, weil wir halt einfach alles Herdentiere sind. Und wenn alle eine Sache sagen, dann könnte es durchaus sein, dass diese Sache stimmt. Und deswegen muss man natürlich sagen, versuch, ich hatte mit so David so den Escape Simulator durchgezockt und dann. Mehrheit während der Gesellschaft. Da schien ja im Chat keiner mehr da gewesen zu sein, da habe ich dann ausgemacht. Dass sie als große Masse wahrgenommen werden, die mal schauen, wie lange ich heute Bock hab. Aus dem Nichts gewaltige Veranstaltungen organisieren kann, einfach weil sie quasi dem Willen des Volkes entsprechen und das Volk quasi endlich eine Chance hat aufzubegehren und dann, wenn Querdenken ihnen die Chance gibt, dann strömen die Massen zu ihren Veranstaltungen und sie sind Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen. Die ganzen schweigenden Lämmchen erheben sich und treten dann endlich ein für das, was Querdenken sagt. Das ist zumindest das Narrativ, das Querdenken da bedient. Und das Problem ist, es funktioniert zu einem gewissen Teil, weil nämlich vor allem auch lokale Zeitungen und lokale Alles gut. Radiocenter zum Beispiel sich sehr einfach machen. Und dann zum Nö, Beispiel, das wenn ist ja, ein muss ja nicht. Spaziergang oder eine Demo stattfindet von Querdenken, einfach die Zahlen blind übernehmen. Deswegen ist ja kann Twitch groß sein, genug. In einer kleinen da Stadt kann man sich ja auch aussuchen, was eben passt. 400 Menschen demonstrieren gehen und die Medien sagen, wow, schaut mal, wie viele Leute die auf die Straße bringen. Und das ist natürlich ein Geschenk für Querdenken, weil das ist nämlich Werbung für Querdenken. Auch wenn sie die klassischen Medien ablehnen, ist das natürlich für Querdenken geil.
weil das Werbung ist. Super gute Werbung. Und wenn dann auf einmal die Leute merken, wow, schau mal, da gehen so viele Leute hin. Das muss man sich eigentlich fast mal anschauen. Und das ist ja ein... hey, ja, Tofino, moin, moin. In der Menschheitsgeschichte. Auch dir gesundes da, Neues. Viele Menschen stehen, kommen auf weitere Menschen, um sich dazuzustellen. Das ist einfach so. Naja, halt, ich kann ja im Discord ja, mehrere... So das ist, kann man zum Beispiel auch in den sozialen Medien der Kunde, der nervt. Wenn du einen gewissen Punkt überschreitest... ich kann ja auf Discord mehrere Channel anlegen. Warte, kann ich dir gleich zeigen? Zum Beispiel gibt es ja jetzt momentan nur als Text-Channel willkommen. Da kann, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht mal jemand reinschreiben. Außer ich, bei News genauso. Ihr könnt ja bisher nur in die drei Kanäle reinschreiben und quatschen könnt ihr, glaube ich, bis auf den VIP-Bereich. Und ich glaube, beim Stream muss ich auch euch auch reinziehen. Bin mir jetzt gar nicht so genau sicher, was ich damals eingestellt hatte. Aber ich kann ja hier, wie ich lustig bin, noch neue Kanäle erstellen. Und das war meine Frage, ob ihr da noch irgendwie was haben wollt. In irgendwelchen Kategorien. Keine Ahnung. Ja, zum Schreiben reicht der Spam, ja. Aber es gibt ja, wenn ich bei anderen Leuten mir die Discord-Sachen angucke, die haben ja 20 Kanäle, wo du schreiben kannst zu allen möglichen Themen, 20 Kanäle, wo du quatschen kannst zu allen möglichen Themen. Deswegen, das war meine Frage, ob euch da noch irgendwie was fehlt. Weil ich habe mir jetzt überlegt, das auch mal ein bisschen versuchen noch auszubauen. Habe ich das hier schon eingestellt? Gut. Den Typen, ich glaube, den braucht man nicht weiter gucken. Da zockt man lieber eine Runde. Das Spiel will ich mir aber erstmal angucken, ob es gut ist. Ich habe das schon ewig mal bei GOG gekauft gehabt. Aber noch nie so wirklich reingeguckt. Könnte momentan noch ein bisschen laut sein. Dann noch runterregeln. 1986. Das Jahr, in dem unsere Welt in Asche verwandelt wurde. Warte, geht gleich weiter. Ich muss es bloß da. Ein atomarer Feuersturm. Losgelassen von den Führern des Ostens und Westens, fraß sich in wenigen Minuten durch Städte und Landschaften. Übrig blieb nur Zerstörung und Tod. Täter und Opfer, niemand wurde verschont. Am Ende des Infernos wurde jeder zum Verlierer. Die nukleare Feuersbrunst zerstörte alles, was sich ihr in den Weg stellte. Auch die Ursachen eines Konflikts, der die Überreste der Menschheit in finsterste Zeiten zurückwerfen sollte. Zurück in einen Zustand von Anarchie, ohne Regierung, ohne Technologie, ohne Kultur und ohne Moral. 2005. 19 Jahre sind vergangen. Die einst ruhmreichen Großmächte liegen in Trümmern. Doch aus den Ruinen erheben sich neue zerbrechliche Zivilisationen der unbarmherzigen Sonne entgegen. Geht doch ein bisschen in die Richtung. Inmitten des verstrahlten Gerippes der alten Welt entstehen neue, aufstrebende Gemeinschaften. Wagemutig und ungestüm kämpfen sie um ihr Existenzrecht in einer Hölle, deren Antlitz entstellt wurde durch die Flammen der atomaren Apokalypse. Gibt dazu dann auch noch einen Nachfolger, Trudograd, aber der ist halt nicht auf Deutsch. Was? Schneemann-Massaker am Gebirgspass des Elends? What the fuck? Man kann sogar mit Controller spielen. Aber wir machen erstmal hier. Ist zu leise oder ist gut so?
gut, und Gewaltdarstellung ist an, das ist schon mal richtig so. Ja, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen in die Richtung von Fallout. Ups, na eben. Scheint jetzt extra für Weihnachten gemacht zu haben, hä? So, Attribute. Wir nehmen natürlich Intellekt. Intellekt beeinflusst die Menge an Fähigkeitspunkten, die du bei jedem Levelaufstieg erhältst und öffnet neue Dialogoptionen. Haben wir hier gleich mal zwei Aufmerksamkeit. Beeinflusst die Genauigkeit im Fernkampf, gibt dir zusätzliche Dialogoptionen und hilft dir leicht zu übersehende Dinge in deiner Umgebung zu bemerken. Den hätten wir noch. Na, den müssen wir natürlich auf Stärke geben. Hier unten, ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt nur alleine rumlaufe oder ob ich mir noch Leute anwerben kann. Also wenn ich alleine bleibe, dann ist auf Fernkampf zu gehen eigentlich keine gute Idee. Da werden sich ja Nahkampfwaffen eher anbieten. Wir gucken erst einmal. Waffenloser Kampf. Durch Tritte und Schläge. Falls wir entwaffnet werden. Pistolen und MPs können wir eigentlich auch noch mitnehmen. So. Ach nee, jetzt ist der Vladislav. Erst dieser gerade Alfred. So, Flo, da sehe ich mich. Eigenschaften. Wunderkind, was bringt Wunderkind? Du bist ein echtes Genie, aber leider fällt es dir schwer, Neues zu erlernen. Plus 1 Intellekt, plus 1 Charisma, plus 1 Aufmerksamkeit, minus 50 erhaltene Erfahrungspunkte. Pff. Kannibale, what? Keine Ahnung wieso, aber du zeigst kannibalische Tendenzen. Und das ist ganz schön gruselig. Du kannst Fleisch aus getöteten Menschen gewinnen. Na dann, Mahlzeit. Anabolika-Changi. Um dein Muskelwachstum zu beschleunigen, hast du zu chemischen Hilfsmitteln gegriffen. Und das zeigt sich. Plus 2 Stärke, plus 20 Kilo Tragelimit. Minus 1 Intellekt, minus 8 Ausweichen. Minus 5 Strahlungs- und Giftresistenz. Die 20 Kilo Tragelimit, die hören sich halt richtig nice an. Geschickter Händler, 10 Kilo weniger Tragelimit. Nee, danke. Jäger hat 15 Kilo weniger Tragelimit. What the fuck? Plus 10 Erste Hilfe. Du bist ziemlich clever, aber du warst nicht clever genug für die... Finger von den, was, nicht clever genug, die Finger von den Medikamenten zu lassen. Plus 1 Intellekt, plus 10 Erste Hilfe, 50% chanceabhängig zu werden. Hobby-Ingenieur, plus 20 Handwerk, Technologie, minus Aufmerksamkeit, minus Charisma. Du startest mit ein paar einfachen Herstellungsanleitungen. Oh, da sehe ich mich doch. Ups. Okay. Fresssack, plus 2 Ausdauer. Du hast doppelt so schnell Hunger. Nee, danke. Zigeunertricks plus Geschicklichkeit, Schleichen, Ausweichen. Schlösser knacken und Taschendiebstahl. Minus 20 Tragelimit. Nee, du. Verfluchter Scharfschütze. Eine alte Zigeunerin hat dich mit einem Fluch belegt, weil du ihre Krähe erschossen hast. Plus 2 Aufmerksamkeit, plus 10 Trefferchance bei gezielten Schüssen. Minus 2 Glück, minus 7 Sequenz, was auch immer. Minus 10% Trefferchance bei normalen. Einsamer Wolf. Alleine fühlst du dich viel wohler. Am Ende sind Begleiter nichts anderes als eine Belastung. Wenn alleine, plus 2 Aufmerksamkeit, plus 5 Sequenz, plus 10 Kilo Tragelimit mit Begleiter. Minus 2 Aufmerksamkeit, minus 20 Überleben, minus 7 Sequenz. Schießplatz-Fetischist.